So, hallo und herzlich willkommen. Warte, ich. Kurz. Oh, verdammt. Ich den. Weil das war ein bisschen komisch. So, jetzt hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Wie ihr es seht, habe ich das jetzt nicht offscreen gemacht, weil. Ich kann gerade. Ich kann ja gerade jede Art der des Contents gebrauchen. Oh nein, der ist runtergefallen, ne? Scheiße. Zeig ihnen, was Sache ist. Ja, der ist da runtergefallen. Ach verdammt, okay, auf jeden Fall. Ernsthaft. Der will mich doch verarschen. So dieses dieser Zaun ist echt krass gesichert. Ja, okay. Gut. Es wird also wieder lustig. Ungeballert hier. Ach komm. Ach komm. Was ist denn los? Ja, also. So. Du nicht gleich so, hm? Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Unter uns ist einer, ne? Jetzt habe ich gerade in den falschen Moment weggeschaut. Das ist doch doof. Ja, und hä? Wieso habe ich den jetzt erwischt? Oh. Es gibt Ärger, runter! Mann am Boden! Mann, die braucht so ewig lange, um die Waffe zu wechseln. Wenn sie einfach knapp hier reinschauen. Oh, okay. Du bist echt nutzlos. Oh. Ihr seid sowas von nutzlos, ne? Danke dir. Okay. So. Das war auf jeden Fall ein interessanter Start. Wir sind immer noch gejagt. Ich will mal schauen, wann die aufhören zu blinken. Weil gejagt ist das gerade eher weniger. Unidad Heli, unten bleiben. Mal hier hoch. Unidad Heli. Wo denn?
Sehe ich nicht. Das sieht mich doch nicht. Ah, doch, da. Die ist so unnütz, die Tante. Oh Gott. Gut. Dann mache ich nochmal einen Cut. Sorry. So, auf ein neues, ne? Oh je. Mal schauen, ob wir dieses Mal besser sind. Gut. Ich glaube, die sind dieses Mal auf dem Dach geblieben. Auf dem Dach der Tatsache, was? Kribbel, kribbel, kribbel. Sehr gut, so versteckt er sich wenigstens. Okay. Den habe ich ja hier bekommen, oder? Roger, ich gehe in Position. Ziel erfasst. Okay, den schaffe ich so. Gut. Also, schon mal um einiges besser als letztes Mal. Ich glaube, jetzt können wir reingehen. Hier sind ein paar Narcos. Da, im Gebäude. Ah, jetzt geht es wieder 3 Stunden lang. Ich habe gerade überlegt, wo die Vierertruppe hin ist. Die werden wir jetzt auch töten. Weil ich will nicht, dass die reinkommt. Verstanden, lass mich in Position gehen. Ja, natürlich hat der das gesehen, ne? Guck doch nicht so. Können wir das auch? Hey, eine kleine Gruppe Kartellleute. Da, im Gebäude.
Hier sind ein paar Sicario da, im Gebäude. Kann ich die auch so öffnen? Ohne mehr! Kontakt mit Zielen! Granate fliegt. Durch, durch, durch! Vogel im Anmarsch. Shit, die wollen hier lang. Was jetzt? Ja, angreifen, ne? Schieße! Hab ihn, er ist tot. Okay, dann gehe ich mal hoch. Er muss hier sein. Wie viele Räume gibt es hier? Bingo, also. Schnell weg hier, du Goro. Wir wollen dich retten. Wir sehen uns. Geht's dir gut? Hat dir jemand getötet? Ich glaube nicht. Oh, fuck. Die sind reif zum Pflücken. Alle bereit? Feuer! Ja, dann mach halt. Splitter frei! Ah. Wohin wirfst du denn? Oh, die ist so dumm. Die ist so dumm. Oh, schön. Bei mir die Arschlöcher kommen hier lang. Alles klar, was tun? Ah, bei den Ghosts hättest du nie eine Chance, ne? Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Ja, wo? Gegner im Gebäude. Oh Gott. Wollt ihr mal zu mir kommen? Ich sag die ganze Zeit bei mir formieren und angreifen. Aber irgendwie checken die das nicht. Wo warst du so lange? Ja, schon. Mann. Los, Feuer. Hab verstanden. Volltreffer. Muss er halt jetzt wirklich noch mehr aufpassen. Gegner am Boden. Weil wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich schon wieder tot und das nervt. Okay.
bei mir sammeln. Verstanden. Feind gesichtet. Ich sehe ein zweites Ziel. Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Wollt ihr nie... Muss ich jetzt schon wieder... Bereit machen. Feuer. Okay. Ein Unidad-Vogel. Aufpassen. Mango ist tot. Der lebt noch. Sturmangriff, du bist alleine. Sie kommen auf uns zu. Was machen wir, Boss? Ich. Okay. Ah, so, jetzt müssen wir wieder. Keine. Einer weniger. Den Gosso gesichtet. Ich glaube, das waren alle. Obrigado, Schwester. Dein Make-up ist toll. Still. Gehen wir. Okay, so wie es aussieht, sind jetzt alle... Santa Blanca ist unterwegs. Ich halte sie so lange wie möglich auf. Wir sehen uns am Treffpunkt. Verstanden. Mach sie fertig. Ah, okay. Ja, genau. Jetzt kommt nämlich die Verstärkung. Und da kommen sie! Sind alarmiert. Los dahin. Verstanden. Granate kommt. Come mierda, culeros. Tango ist markiert. Was jetzt? Feuer frei! Feuer frei! Hurra! Auf den Boden! Hubschrauber! Hier ist noch irgendjemand. Verluste. Kontakt beim Gebäude. Ach gut. Ich habe noch überlebt. Oh Gott. Aber hier sind überall... Wir sterben gerade. Die Frage ist, kann die uns wiederbeleben? Zum Glück haben wir hier einen. Danke. Sehr gut. Halte durch, ich bin schon da. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Gott, Scheiße. Wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst. Runter, alle runter. Heli. Ja, aber ich habe einen Sniper. Heli ist zerstört. Der schon. Was? Alle okay? Warte, wir gehen hier rein. Wartet, ich fahre. Na los, bin gleich bei dir. Wir haben es endlich geschafft. Ich wusste, du würdest mich retten. Carajo, was ist bloß los mit dir?
Warum hast du dich in so eine Lage gebracht? Du hättest sterben können. Das würdest du nicht zulassen. Sie hat mich schon beschützt, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich bin es leid, deine Haut zu retten. Wo war die Bundespolizei? Wo war deine Rückendeckung? Ich war undercover, ohne Netz. Das ist der einzige Weg, wie man ins Kartell kommt. Und einen Laster voll Geld zu stehlen? War das deine Art, ins Kartell zu kommen? Ich wusste nicht, dass Geld in den Laster war. Jemand hat mich verraten. Ich war aufgeflogen und musste fliehen. Ich habe das erstbeste Fahrzeug gestohlen. Mann, du bist so ein Pechvogel. Wieso hat er eigentlich einen asiatischen Akzent? Weißt du, ich find's gut, dass die Rainbows und die Ghosts mal zusammenarbeiten. Kooperation unter Kollegen kann nie schaden. Vielleicht wiederholen wir das ja. Wir kommen immer mal wieder zum Spielen her. Sag mal, ist nicht ein Einsatz von euch den Bach runtergegangen? Operation Patriots? Klingelt da was? Woher weißt du davon? Hab so meine Quellen. Sag denen, sie sollen sich um ihren Scheiß kümmern. Patriots ist streng geheim. Also sagst du mir nichts darüber? Nicht mal mit einem Messer an der Kehle. Tja, weil sie es verkackt haben. Wer seid ihr, Leute? Die Ghosts. Die Ghosts? Eine Spezialeinheit. Wie Rainbow Six. Wir sind wie die Rainbows, vertragen aber mehr Bier. Sehr witzig. Augenblick mal. Ihr seid die Typen, die Santa Blanca so zu Gesetz haben, nicht wahr? Ich habe von euch gehört. Alle haben von Los Gringos de la Selva gehört. Kaum einer spricht es aus, aber Santa Blanca fürchtet sie vor euch. Man sieht es ihnen an. Wie sie vor El Sueño Angst haben, die gleiche Angst haben sie vor euch. Wenn El Sueño schlau wäre, hätte er auch Angst. Das ist echt cool, Mann. Dengoso, du solltest den Mund halten. Naja, Unterschied zu den Rain... Wieso heißen die Rainbows? Das klingt voll bescheuert. So. Nur so. Oh, wir werden von den Regenbögen angegriffen. Seid ihr schwul oder was? Ah, schön. Wieso hat der einen asiatischen Akzent? Zwischen Santa Blanca und der Raffinerie ist bald Schluss mit der Kokainproduktion des Kartells. Gesundheit. Und, genau. Aber wenn die Rainbows so sind wie sie, dann, keine Ahnung, warum das eine, Spezialeinheit ist. Naja, es ist spezial, ja. Speziell. Danke für die Hilfe. Ich hatte schon Angst, sie verirren sich draußen im Freien. Hey, sie kann einen Kompass lesen. Und die Sache bleibt unter uns. Es muss niemand wissen, dass eine von uns eine Extra-Tour geritten hat. Tut mir leid. Ich wollte keinen Ärger machen. Aber jetzt bist du hier. Verlang nicht von mir, zwischen Pflicht und Familie zu wählen. Nach diesem freudigen Wiedersehen würde ich mich gern mit Dengoso unterhalten. Er ist Bundespolizist. Er muss nicht mit Ihnen reden. Ihre Schwester kämpft für Sie. Spricht sie auch für Sie? Was haben Sie über El Sueño? Wissen Sie, wo er ist? Disculpeme, Sie sind nicht mein Boss. Wir haben ihn gerade erst den Arsch gerettet. Meine Antwort bleibt die gleiche. Wäre doch schade, wenn ein netter Kerl wie Sie in ein dunkles Verlies entführt würde, um Ihnen Antworten aus der Nase zu ziehen, die Sie auch hier geben können. Bedrohen Sie meinen Bruder? Mit den Ghosts in Ihren Rücken, ja. Ich äußere nur Besorgnis. Unter Freunden. Wenn mir meine Vorgesetzten gestatten, mein Wissen mit Ihnen zu teilen, werde ich Sie kontaktieren. Bis das alle Instanzen durchlaufen hat, ist die Info wertlos. Ja, der gute Wille zählt. Zählt wofür? Lasst uns verschwinden. Ich glaube, wir sind nicht länger willkommen. Sorry, wenn wir keine guten Gäste sind. Dieser Tage haben wir alle möglichen Besucher. Das mit dem Entführen war nicht Ihr Ernst, oder? War es nicht. Und seid vorsichtig, Ladies. Au revoir.
Was für ein Penner. Ja, ich bin ein Bundespolizist. Oh, ich habe Handschuhe bekommen, danke. Jetzt muss ich nicht mehr frieren, wenn es kalt wird. Ich bin der Pilot. Was für ein... Fahren wir. Boah. Aber es ist nicht unrealistisch, ehrlich gesagt. Also klar, hätte er das sagen können, weil wir ihn gerettet haben, beziehungsweise er hätte uns helfen können, weil wir ihn gerettet haben. Aber ja. Ja, Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach Florida. Finden und versenken Sie sie. Natürlich. Aber was ich interessant finde, ist wirklich, dass die Rainbows dann komplett hinter den Bruder standen. Okay, ihre Aufgabe ist ja nicht ist ja nicht unser Auftrag quasi, den Drogenring hier auszuheben, sondern sie waren ja nur hier, um um Twitch? Nee, das war die andere. Wahrscheinlich Twitch. Um die halt wieder zurückzuholen. Weil die ist ja auf eigene Faust nach Bolivien gegangen. So habe ich es noch in der Erinnerung. Weiß nicht, ob das ganz stimmt, aber ja. Gut, auf jeden Fall würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir machen jetzt hier Schluss. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.